habe mich mal ein bisschen auf deinem Insta-Kanal rumgetrieben und habe mir ein Foto rausgesucht. Ich halte dir jetzt einfach mal unter die Nase und du sagst mir, ob das vielleicht das Ding ist, was du nach deiner Basketballkarriere machen willst. Es ist nur das, du musst nicht nach links und rechts machen. Ja, ja, sieht gut aus. Sieht sehr professionell aus. Warum? Sehen die Leute, was es ist? Ja, es wird eingeblendet. Ja, aber das erlebt man oft. Ist weißt so. Du, wieso das? Ja, klar. Es sitzen da nicht eigentlich immer Jungs, die Doch, das machen? Doch, klar, aber das sind meistens so Jungspieler oder. Und die machen es nicht gut genug. Nein, die sind nicht schnell genug. Okay. Darum geht's. Und manchmal sind die so. Die Hälfte wird nur irgendwie. Nur noch größer gemacht. Ja. Und teilweise ist es für uns auch super gefährlich, weil wenn es wirklich nass ist, dann ja, klar, ist es super, super auch Verletzungsgefahr und alles, ja. Und deswegen siehst du oft Leute oder Spieler, die einfach das Ding packen und einfach kurz Turbo anschalten, damit es einfach schneller geht. Aber das ist so ein schönes Foto. Ich finde es auch sehr gut. Guck, Rücken gerade. Voll. Schön. Sieht sehr elegant aus. Sehr professionell. Ja. Also an alle. Also alle Hockey spielen. Reinigungsfirmen da draußen, mein Bewerbungsfoto. Findet ihr noch habe ich Vertrag, aber wenn ich, sobald ich keinen mehr habe, ja. Bewerbe ich mich gerne. Das ist doch ein schönes Gut, das war's schon.